Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever. Ich würde heute trotzdem versuchen, die Museumsbahn einzuweihen. Auch wenn es wahrscheinlich ziemlich verrückt klingt. Wir machen es einfach. Eine Linie von hier nach da. So. Ne, wir können es noch gar nicht einweihen. Wir müssen nämlich erstmal gucken, dass wir noch ein paar Begegnungspunkte kriegen. Oder zweigleisige Abschnitte zumindest. Hier zum Beispiel. Muss nicht alles zweigleisig sein, aber zumindest ein paar große Stücke. Hier zum Beispiel können wir nochmal rausgehen. Eine zweigleisige Brücke können wir machen. So, das Stück lassen wir eingleisig. Hinten gehen wir jetzt nochmal zweigleisig raus. Vielleicht sogar durch den Tunnel noch durch. Nee, das geht nicht. So. Und den letzten Tunnel würde ich zweigleisig machen. Dass wir hier sagen, wir gehen hier weg. So weiter. Einmal bis unten durch. Und dann können wir auch komplett durchziehen hier. So, fein. Verteilen wir noch ein paar Signale auf der Strecke. Hier eins. Wo hat man jetzt? Hier oben. Dann hier beim Tunnel. Und hier vorne nochmal eins. Und zweigleisigen Abschnitt. So, hier und hier. Und hier passt sowieso. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für Züge einsetzen könnten auf der Strecke. Also welche Dampflok ist ja vor allen Dingen die Frage. Ach scheiße, jetzt habe ich die Wagen. Gut, wir verschieben das jetzt doch, weil ich habe die Wagen immer noch nicht. Ich habe diese Eisenbahnen, die alten Wagen nicht. Und ich will nicht schon wieder mit den Doppelstockwagen fahren. Das hat mir nicht gefallen. Dann müssen wir das nochmal verschieben. Tut mir jetzt leid. Tut mir jetzt echt leid. Wollte ich jetzt eigentlich, ja. Na gut. Dann können wir wenigstens heute in Stendal den Nahverkehr anpassen. Da ist nämlich noch nicht gemacht. Und wir müssen sowieso den Bahnhof versetzen. Das würde sich für heute anbieten. Alles klar, machen wir das mal. Gut, dann Stendal bekommt, würde ich sagen, wie alle anderen großen Städte, eine Straßenbahn. Ja, ja. So. Schon mal zur Einstimmung. Dann würde ich sagen, wir fahren von hier oben irgendwie. So quer durch komme ich bestimmt nicht, oder? Ja, schön ein bisschen. So.
Also von da oben quer durch. Und dann hier hinten wieder so raus. Und dann machen wir noch eine Strecke, die so geht. Und hier enden wir. Und dann halt hier oben. Oder wir fahren zum Kreis. Ich glaube, das ist besseres Wenden. Gut, dann verteilen wir mal ein paar Haltestellen. Erstmal kommt die Strecke weg. Die braucht doch kein Mensch. So, dann halten wir hier nochmal. Hier nochmal. Hier. Hier, das braucht man nicht. Das ist alles Schrabbel, was damit auf dem Weg liegt. Scheiße. Jetzt habe ich hier vorne wieder welche hingesetzt. Kann ich denn da wieder keine machen? Brauchen aber hier die Haltestelle, denn die müssen wir gruppieren mit dem. Okay, weiter geht's. Dann halt noch hier mal. Ah, das funktioniert denn. So, dann halt mal hier, genau. Würde lieber weiter vorne halten. Ah, die Busse müssen gerade sonst wohin fahren, ne? Ich hab denn ihr einziges Depot abgerissen. Genau so, was muss. Erstellen wir mal eine neue Linie. So, Linie 1 müssen wir erstmal umbenennen. Museum anstatt Stendal. So. Jetzt zurück zu dem Thema. Haltestellen hinzufügen. Weg damit. Oh, ich habe ganz lebrige Arme. Bei mir ist aber eine Bullenhitze irgendwie hier. Und so. Ach, guck mal, jetzt bauen wir plötzlich da oben raus. Ist klar. Wir verweigern hier was zu bauen, ne? Tram Stendal 1. Oh, die dürfen das wieder. Das kann auch weg. Können wir euch auch austoben. So, dann bauen wir eine Straßenbahn von hier. Oh, scheiße. Geh mal weg. Ich muss hier ganz schnell aufrüsten. Ja. Ach, jetzt plötzlich ist die Steigung zu groß. Ich war blöde. Manchmal ist es komisch. Manchmal aber bloß. Echt manchmal. Nicht immer. Gut, dann fahren wir hier hinten so rein. So. Und dann geht's ja einmal gerade durch.
Ja, stimmt, eigentlich können wir hier rumfahren. Ist schöner. Das können wir. Hoppala. So viel wollte ich gerade nicht wegreißen. Genau, und jetzt machen wir hier unseren Endpunkt. Genau, so auf der anderen Seite. So, dann halten wir hier nochmal. Dann hier. Ja, da können wir anhalten. Ja, doch, lassen wir sie. Halten hier. Da. Hier und hier. Neue Linie. Einmal hier lang. Zack, zack. Und dann werden wir sehen. Also nach der Folge muss ich erstmal unbedingt eine Aufnahmepause machen. Ich kann nicht mehr erzählen und mir ist warm und alles. Tram Stendal 2. Das passt jetzt aber noch nicht so ganz. Wir bräuchten eigentlich jetzt nochmal eine Linie, die von oben nochmal mit hier runter geht und nochmal so quer durch. Hier irgendwie so und so. Und vorne raus. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis morgen. Obwohl, eigentlich, sonst vergesse ich's. Sonst vergesse ich's. Das kriegen wir noch schnell hin. So, was hab ich gesagt? Hier unten rein. Ja, dann fahren wir mit dir vor. Dann geht es hier quer durch. Dann fahren wir hier aber durch den Bereich. Kommt hier wieder raus. Und würde eigentlich hier noch ein Stück runterfahren. Kann ich. Nur den Bahnübergang nochmal abreißen. Dann machen wir es halt nur so. Nein. Da hätte ich jetzt fast das falsche Gleis gewählt. So, den Endpunkt machen wir hier. Oder nee, wir machen das doch anders. Den Endpunkt machen wir hier. So. Jetzt noch schnell die Haltestellen verteilen. Hier einmal. Zwischendrin ein paar Mal. Guck, da ist ja eh schon was. Da ist auch schon was. Hier war noch nichts. Hier war auch noch nichts. Ganz am Ende war noch nichts. Dann erstellen wir noch schnell die Linie und dann haben wir es wirklich geschafft. Zuweisen von Strecken, das können wir dann nur morgen machen. Von Fahrzeugen. Für mich dann also in der nächsten Aufnahme. So.
Da oben fährst du bloß noch eine Haltestelle auf der anderen Seite. So ist es. Da bauen wir die noch schnell hin. Jetzt sieht's besser aus. Schön. Tram Stendal 3. So ist besser. Also, bis zum nächsten Mal.